Wenn am zweiten Weihnachtstag bereits an ein Martyrium erinnert wird, dann könnte das ja bedeuten, dass Weihnachten nicht unbedingt nur Frieden bedeutet. Es könnte bedeuten, dass Weihnachten das Grün der Frühlingsknospe einer Hoffnung ist, dass widrige Umstände bis hin zu Mord und Totschlag nicht das letzte Wort haben. Mein Weihnachtsgedanke in diesen Tagen kreist um ein Gedicht von Nelly Sachs, die die Dunkelheit der Nacht der Menschheit im Nationalsozialismus mit ihren Gedichten zu vertreiben versuchte. Und in einem dieser Gedichte heißt es: Voller Hoffnung, einer wird den Ball aus der Hand der furchtbar Spielenden nehmen. Sterne haben ihr eigenes Feuergesetz und ihre Fruchtbarkeit ist das Licht und Schnitter und Ernteleute sind nicht von hier. Weit draußen sind ihre Speicher gelagert. Auch Stroh hat einen Augenblick Leuchtkraft, bemalt Einsamkeit. Einer wird kommen und ihnen das Grün der Frühlingsknospe an den Gebetsmantel nähen und als Zeichen gesetzt an die Stirn des Jahrhunderts die Seidenlocke des Kindes. Hier ist Amen zu sagen, diese Krönung der Worte, die ins Verborgene zieht. Und Frieden, du großes Augenlid, das alle Unruhe verschließt mit deinem himmlischen Wimpernkranz, du leiseste aller Geburten. Damit sagt die Dichterin nicht, dass alles gut ist, aber dass im Dunkel der Nacht der Menschheit alles gut werden kann, wenn da einer kommt, der einen Funken Hoffnung bringt, dass die Zustände der Gewalt, des Todes, der Macht über die Würde des Menschen nicht ewig festgeschrieben sind und so bleiben müssen. Und das berührt mich am zweiten Weihnachtstag alljährlich, dass zunächst ein Fest gefeiert wird und am Tag darauf bereits eines Märtyrers gedacht wird. Und der Christ lebt dieses sein Leben in der Hoffnung, dass dieses Leben gut ausgeht, dass es einen Schlusspunkt hat, dass es einen triumphierenden Abschluss hat, der über diese Welt hinaus siegreich ist und siegreich bleibt. Wie es in dem Gedicht von Nelly Sachs heißt: Sterne haben ein anderes Feuergesetz. Nicht das Feuer der Zerstörung, nicht Bomben und Granaten haben das letzte Wort, sondern der Funke Hoffnung, der von den Sternen kommt und der dem Stroh unserer Armut einen Augenblick Leuchtkraft verleiht und uns auf diese Weise in der Zeit mit der Ewigkeit beschenkt.